Das Thema Pflege bleibt ein aktuelles, so aktuell, dass wir es morgen mal wieder in einer aktuellen Stunde auch noch mal zusätzlich besprechen werden, was durchaus gut ist, weil es schlichtweg einfach ein politischer Zustand ist, der immer weniger tragbar wird. Herr Moscovici hat gerade ausgeführt, dass in Nordrhein-Westfalen so viele Pflegekräfte ausgebildet werden wie nirgendwo anders sonst. Ja, es liegt vor allen Dingen daran, dass Nordrhein-Westfalen das einwohnerstärkste Land ist. In der Bundesrepublik auf 100.000 Einwohner gerechnet, sieht es dann mittlerweile wieder ein bisschen anders aus. Aber nehme man selbst die Zahlen, die jetzt tatsächlich aktuell ausgeführt werden von IT-NRW, dann bräuchte man 7 bis 13 Abschlussjahrgänge an allen Pflegeschulen in Nordrhein-Westfalen, um allein den aktuellen Mangel an Pflegekräften in Krankenhäusern und Pflegeheimen auszugleichen. Also davon im Prinzip zu sprechen, dass alles in Ordnung wäre und man würde schon alles tun und es wäre alles in einem guten Fluss und die Landesregierung würde das alles schon handeln. Also selbst in der aktuellen Situation hängen Sie schon mindestens nach den positivsten Berechnungen 7 Abschlussjahrgänge hinterher, um dem aktuellen Problem allein in den Krankenhäusern, in den stationären Pflegeeinrichtungen überhaupt Herr werden zu können. Und dabei sind wir gerade erst am Beginn des demografischen Wandels und damit sowohl dieser doppelten Problematik, dass eben Pflegekräfte in Rente gehen. Schon jetzt ist ein Großteil der Pflegekräfte über 50. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch viel mehr Menschen pflegebedürftig werden. Ich meine, wir haben nun mal den Vorteil, dass wir in der westlichen Welt älter werden. Das ist gut. Aber das heißt nicht, dass die letzten Lebensjahre immer krankheitsfrei sind. Viele Menschen werden eben mehr gepflegt werden müssen. Das heißt aber auch, jeder Mensch, glaube ich, wünscht sich eine vernünftige, eine menschenwürdige Pflege, was schon heute an verschiedenen Stellen im Gesundheitssystem so schwer noch aufrechtzuerhalten ist. Gerade eben wurde richtigerweise auch von Pflegetriage gesprochen, eine Situation, die schlichtweg einfach jetzt schon Status quo ist. Das heißt, in den nächsten Jahren werden wir wahrscheinlich noch viel dramatischere Szenen sehen. Und jetzt kommt die FDP mit einem Pflegeantrag, wo vieles drinsteht, was durchaus richtig ist. Aber es ist kaum etwas Neues dabei und kaum etwas Konkretes dabei. Also wenn wir eine Taskforce beispielsweise zum Abbau von Bürokratie einrichten sollen, dann ist es eine Idee. Ich glaube, da wird die letzten 20 Jahre schon, das ist zumindest der Zeitraum, den ich zumindest grob in der Gesundheitspolitik überblicken kann. Wahrscheinlich ist es noch länger, da können wir vielleicht ja nachher noch was zu hören. Aber allein in den letzten 20 Jahren wird immer über den Bürokratieabbau gesprochen. Tatsache ist, in der Praxis ist das nicht so einfach. Also auch wenn ich selbst als Arzt häufiger darunter gestöhnt habe, viel zu dokumentieren, dass beispielsweise nach einer Bluttransfusion man noch länger dokumentieren musste, als es reichte, quasi die Transfusion selbst zu geben, ist es im Einzelnen, allein medizinjuristisch, dann sehr wichtig, wenn man diese Dokumentation begangen hat, wenn beispielsweise ein Verfahren ansteht. Dann ist man doch in der Tat unter der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen, ist man sehr froh, wenn man diese Dokumentation eben begangen hat und wenn man dann auch Auskunft geben kann darüber, dass alles lege artis etc. verlaufen ist. Also es gibt durchaus auch immer einen Grund dafür, warum diese Dokumentationspflichten, dieser Papierkrieg da am ersten eingeführt wurde. Das kann man bemängeln, ja. Aber dann muss man auch mehr liefern können als eine Taskforce zum Bürokratieabbau. Dann braucht es tatsächlich konkrete Vorschläge dafür, wo man denn mit welchem Rechtsrahmen beispielsweise eine Änderung im Medizinrecht herbeiführen möchte, um von diesen Dokumentationen auch herunterzukommen. Anderes Beispiel, Qualitätsmanagement im Krankenhaus. Das für eine Vielzahl der Papiere in der Pflege verantwortlich ist, wo man Häkchen setzen muss, wenn man gewisse Pflegemaßnahmen vorgenommen hat. Auch hier müsste man zunächst einmal den Rahmen erklären, unter wem Qualitätsmanagement im Krankenhaus denn dann stattfinden soll, um sich von diesem Papier zu distanzieren. Also die Forderung ist sehr populär, dafür erntet man auf jedem Bürgerdialog auch immer viel Applaus, wenn man Bürokratie abbauen möchte. In der Praxis ist es allerdings nicht so einfach wie oftmals vorgemacht, sondern man muss sich die Sachen schon sehr konkret angucken, um dann auch mit konkreten Beispielen, mit konkreten Vorschlägen, beispielsweise bei diesem ganz einfachen Thema, bei diesem sehr populären Thema Bürokratieabbau, etwas dann auch bewirken zu können. Heißt, ich bin sehr froh, dass wir den Antrag überweisen und dann nochmal im Ausschuss darüber sprechen. Tatsache ist aber, dieses Thema wird uns allerhöchster Wahrscheinlichkeit, eben weil die Problematik mittlerweile so groß ist, eben weil schon in den vergangenen Jahrzehnten da viel verschlafen wurde. Demografische Entwicklungen entwickeln sich nicht in 1, 2, 3 Jahren, sondern sind Dekaden zuvor schon abzusehen. Dass jetzt quasi die Babyboomer in Rente gehen, dass wir da einen Riesenbauch in der im Prinzip bevölkerungstechnischen Urne vor uns vorwegschieben, das war klar. Jeder wusste das. Nur die allermeisten wollten im politischen Rahmen nicht diejenigen sein, die verantwortlich dafür sind, das Geld in die Hand zu nehmen. Jetzt werden die Probleme immer drängender, jetzt nimmt man sich den an, aber es wird jetzt auch sehr, sehr unangenehme Diskussionen darüber geben müssen, an welcher Stelle tatsächlich die Kosten denn dann aufgefangen werden müssen. Beispielsweise, gerade eben noch angesprochen, Generationengerechtigkeit. Es ist doch nicht gerecht, wenn wir jetzt die Pflegeversicherung verzweifachen, verdreifachen und dann jüngeren Generationen aufbürden, dass dort in der Vergangenheit schlichtweg Dinge falsch gemacht wurden. Das ist eine ehrliche Diskussion, die muss man miteinander führen, die wird unangenehm, noch einmal. Es wird am Ende Geld kosten, es wird am Ende wahrscheinlich auch zu einer gemäßigten, mittleren Qualität führen, die nicht den hohen Ansprüchen eigentlich einer westlichen Industrienation entspricht. Aber das ist nun mal die Situation, in der wir uns heute befinden.